Hallo und moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mir mal einen Herrn eingeladen, der etwas ganz Besonderes macht. Und da freue ich mich besonders drauf und ich möchte ihn erstmal vorstellen. Ein Kieler Junge, Andreas Schauder, hier sitzt mir. Moin, moin, Andreas. Moin, moin, Gerd. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Alles gut, alles gesund? Bei mir ist alles super und bis auf ein paar Birkenpollen gibt es nichts, was mich stört gerade. Ach so, ach, hast du damit zu tun? Ich habe ein bisschen Allergie. Allergie? Ja. Ja gut, okay. Und wenn wir das dann mal hören, dann kannst du ja mit beweisen dann, ne? Das ist richtig. Dann lassen wir es auch drin. Ja. Gut, über Krankheiten wollen wir nicht sprechen, das haben wir jahrelang genug gemacht. Und die gibt es ja im Moment auch nicht mehr so. Sie kommt wieder, aber ich in meinem Personenkreis oder in meinem privaten Personenkreis ist es jetzt im Moment ganz, ganz schlimm mit Ansteckung, Corona, aber das sind 3 Tage, das ist weg. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt, wir kommen jetzt dazu, zu deinem Geburtstag. Ja. Kannst du uns den auch erzählen? Den habe ich extra auswendig gelernt, das ist der 26. Juni 1972. Das ist ja während der Kieler Woche. Das ist immer während der Kieler Woche, ist genau richtig. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Obwohl es ist ja immer so, dass die Kieler Woche die letzte volle Woche im Juni ist. Ja. Und alle 4, 5 Jahre darf ich mal meinen Geburtstag dann auch feiern. Der ist dann an einem Montag oder an einem Dienstag danach. So wie dieses Jahr. So wie dieses Jahr? Dieses Jahr ist mein Geburtstag nach der Kieler Woche. Ist ja nach der, ach so, also fängt ja so früh an. Genau, genau. Naja, genau. Weil der Sonntag unglücklicherweise so ein bisschen nach hinten ist, ne? Genau richtig, genau richtig. Ja. Kann ich denn auch wissen, wo du geboren bist? Ich bin in Bad Oldesloe geboren. Oh. Ja, da haben wir früher in einem kleinen Dorf in der Nähe gewohnt. Ja. Und da kann ich bloß nichts zu sagen, weil ich mich nicht so richtig erinnern kann. Kannst du nicht. Ihr seid dann aber auch irgendwann umgezogen danach, ne? Genau, also wir haben damals in einem Dorf gewohnt, Gülzow hieß das. Das ist zwischen Schwarzenbeck und Lauenburg. Ja. Da habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt. Also wirklich, schöne? Ja, mit Bullerbü und auf Bauernhöfen spielen und im Wald. Und wenn 15 Uhr war und die Mittagsstunde war vorbei, dann sagte meine Mutter, geh mir von den Füßen. Und dann wurden wir rausgeschickt und mussten erst wieder kommen, wenn die Kirchenglocken läuten. Und ja, da habe ich viele Entdeckungsreisen gemacht. Hast du schon. Ne? Gab es auch etwas, wo du heute noch von zehrst? Also tatsächlich da in der Natur so viel zu sein. Also ja, es gab da einen kleinen Wald mit einem ganz kleinen Bach, der da durchfloss, mit einer Brücke drüber. Und an dieser Brücke haben wir Stichlinge gefangen und Frösche und Eidechsen und Schlangen. Und das ist tatsächlich etwas, dieses Draußensein verbunden mit der Natur. Das habe ich heute noch als etwas, was mir ganz viel gibt. Sehr schön. Ja. Natur ist ja auch was Gutes. Auf jeden Fall. Ist auch was Schönes. Ja. Gut, okay, das war jetzt die Kindheit, jetzt kommen wir zur Schule. Grundschule. Auch dort? 3 Jahre bin ich da noch zur Grundschule gegangen. Ja. Und dann sind wir umgezogen. Ja. Die Schule und die weiterführende Schule, die habe ich dann in Niebel, Nordfriesland gemacht. In Niebel? In Niebel. Das ist eine ganz andere Ecke. Das ist eine ganz andere Ecke. Und wieso? Mein Vater hat damals in Hamburg gearbeitet, ja, und hat eine Anstellung bekommen in Niebel, was nicht so ja, selbstverständlich ist. Aber die war so spannend, dass er da gesagt hat, dann ziehen wir wieder mit der ganzen Familie hin. Und dann waren wir in Niebel, in Nordfriesland. Und da gibt es ein Gymnasium? Da gibt es das Friedrichs-Paulsen-Gymnasium in Niebel. In Niebel? Ja. Ja, schon kurz dann an der Nordsee, ist auch eine schöne Ecke gewesen dann. Ja, das immer frische Luft. Es war ein ziemlicher Wechsel für mich, aber war auch da eine tolle Zeit. Ja, glaube ich dir. Aber du hast innerhalb dieser Zeit auf diesem Gymnasium da irgendwie an einem Austauschprogramm teilgenommen. Ne? Kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen? Ganz genau. Also ich habe, weil mein Englisch nicht so gut war, irgendwann mal eine Woche Urlaub in Großbritannien machen dürfen. Und das habe ich so toll gefunden, dass ich meinen Eltern so lange in den Ohren gelegen habe, bis ich einen Jahresaufenthalt in Amerika zurechtgequengelt hatte. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kannst du auch sagen, wo, ne? Wie bitte? Wo in Amerika? Das kann ich sagen. Das war in Albion, Indiana. Also das ist unterhalb der großen Seen in dem
Corn Belt, wo also sehr kleinstädtisches, uramerikanisches Leben stattfindet. Und da bist du nur wegen des Lernens der Sprache? Oder? Da ging es zum auch einen um das Englisch kennenlernen. Ja, und einfach darum, mal etwas komplett anderes zu sehen. Ja. Und ich habe da ganz tolle Sachen erlebt. Ich hatte einen Kunstlehrer da an der Schule, der sehr, sehr kompetent war und mir ermöglicht hat, dass ich jeden Tag 2,5 Stunden in der Schulzeit in der Dunkelkammer Fotografie von der Pike auf lernen konnte. Und das ist nur so ein Bereich, aber generell war das Erlebnis in Amerika, dass wenn man irgendwo anders hingeht und den Rahmen wechselt, dass dann Dinge anders funktionieren. Und das war eine sehr beeindruckende Sache für mich damals. Dann auch schon mal selbstständig zu sein. Wie alt warst du denn? Da war ich 17. Oh je. Ja. Ja, da wird man aber auch erwachsen, ne? Da wird man erwachsen und da lernt man auch damit umzugehen, dass man seine Probleme selber lösen muss. Ja, genau. Ja. Und, okay. Und dass man aber auch das, was man dann geschafft hat, selber feiern kann. Ja, glaub ich dir gerne. Und da wird man, wie gesagt, auch reifer. Das hast du sicherlich auch gemerkt, ne? Du bist zurückgekommen, so eine ganz andere Einstellung zum Leben wahrscheinlich, ne? Also für mich war das Spannende zu merken, wenn es irgendwo nicht funktioniert, kann man woanders hingehen und es kann sein, dass es da mit den gleichen Voraussetzungen funktioniert. Und ich sag mal vorsichtig, ich habe schon immer ein bisschen Querkopf gehabt und der hat in Amerika besser funktioniert als in Nordfriesland. Und das war eine sehr wichtige Sache für mich. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. So, jetzt kommst du wieder zurück und hast du gut in Englisch? Ich konnte sehr schnell Englisch sprechen und mein Englischlehrer war aber dem britischen Englisch sehr verbunden. Der hat mich trotzdem immer berichtigt, dass ich das falsch ausspreche. Ja, das glaube ich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber und Slang in Amerika, das ist klar. Ne? Genau, aber ich habe Spaß gehabt an Englisch. Das ist Du hast dann dein Abitur gemacht, aber nicht nur das Abitur alleine, sondern das hast du mit einer Sache verbunden. Ganz genau. Und über die Sache möchte ich jetzt mal ein bisschen was erfahren. Ganz genau. Also ich habe in der Schule und auch in Amerika schon hier und da kleine Theatererfahrungen gemacht. Und als Abitur in Sack und Tüten war, gab es den Abiball. Und ich dachte, so selten, dass in Niebel mal 500 Leute in einem großen Saal zusammen sind. Da mache ich gleich mal ein Publikum draus und habe beim Abiball eine Zaubershow gemacht und habe von unserem Schuldirektor 100 D-Mark in einen Umschlag getan und verbrannt und woanders wieder auftauchen lassen. Und mein Englischlehrer musste seinen Arm in eine brandgefährliche Armguillotine tun. und das hat mir großen Spaß gemacht. Hat sich das auf deine Abiturnote ausgewirkt? Das war danach schon. Das war danach, leider. Das war schon alles festgelegt, leider. Okay, wie ist es mit Zivildienst oder Bundeswehr? Hast du es gleich darauf gemacht? Oder? Genau, ich habe gleich im Anschluss meinen Zivildienst gemacht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man wurde ja als Zivildienstleistender ein bisschen bestraft. Ja. Ich musste nicht ein Jahr, sondern 18 Monate und bin nach Hamburg gegangen. Ja. Wieder ein relativ großer Sprung gewesen ist. Ja. Und in Hamburg habe ich meinen Zivildienst gemacht in 2 Familien. Da habe ich schwerstbehinderte Kinder betreut und das war ganz wunderbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe sehr, sehr viele Gäste gehabt, die den gleichen Weg gegangen sind wie du. Was sie dabei auch erfahren haben, dass sie die Welt mit ganz anderen Augen gesehen haben und auch sehr, sehr gereift sind bei dieser Tätigkeit mit diesen Menschen. Weil die Menschen sehr, sehr dankbar sind und auch erfreut darüber, was mit ihnen passiert und wie sie behandelt werden. Und das habe ich immer wieder erfahren, von dir jetzt auch. Ja. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Erfahrung, nicht? Also für mich war die Erfahrung, dass ich das erste Mal einen Job hatte, wo es nicht nur um Geld verdienen ging, um sich hinterher ein Auto zu kaufen, sondern es ging um was Sinnvolles. Und da habe ich tatsächlich auch das erste Mal den Gedanken gehabt, sowas später mal beruflich zu machen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich später Psychologie studiert habe. Ja, kommen wir noch drauf. Genau, weil ich halt gemerkt habe, ich investiere da Zeit und auf der anderen Seite kommt für mich und andere Menschen was dabei raus. Und um das nochmal einzuordnen,
Ich glaube, ich war der, der dankbar war, weil ich hatte einen ganz tollen, vierjährigen, kleinen, fast blinden Jungen, oh, der mir wirklich beigebracht hat, wie man trotz ungünstiger Voraussetzungen so gute Laune haben kann, dass mich das heute noch beeindruckt. Das glaube ich gerne. Ja. Also das ist mal das andere kennenlernen. Genau. Oder andere Erfahrungen, nicht? Genau. Von jungen Menschen einfach doch mal auf einen anderen Weg zu bringen. Ja, und der war wirklich sehr jung und ja. Hat mir viel beigebracht. Okay, so die 18 Monate waren rum. Was hast du danach, irgendwo hast du Unterricht gemacht, aber du hast nicht irgendwas gelernt, ne? Nee, es ist so, dass ich nicht gleich nach dem Zivildienst nach Kiel gezogen bin, sondern da war eine Phase dazwischen von einem halben Jahr. Und da habe ich einen Kursus belegt in Pantomime. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber es war damals ziemlich angesagt. Ja. Und das war bei einem Bühnenkollegen, der in früheren Tagen mit Marcel Masseau zusammengearbeitet hat, Janzi. Und der hat uns wirklich auf einem sehr hohen und auch sehr strengen Niveau Sachen beigebracht, von denen ich bis heute noch profitiere. Tatsächlich? Ja, also die Genauigkeit, Dinge darzustellen und wirklich erst zu sagen, ich bin fertig, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es auf dem Punkt. Das habe ich da gelernt. Hast du da gelernt? Das habe ich gut, okay. Die Zeit war zu rum. Jetzt hast du aber studiert. Jetzt kommen wir mal dazu. Genau. Was hast du studiert? Wo und wie lange? Ich sage mal, ich habe in Kiel erfolgreich ein abgebrochenes Psychologiestudium beendet. Erfolgreich? Erfolgreich beendet. Das ist sehr gut, ja. Und habe also nach dem Zivildienst damit angefangen und habe auch relativ lange studiert. Aber während des Studiums taten sich tatsächlich immer mehr Gelegenheiten im kulturellen Bereich auf, sodass ich irgendwann eine Entscheidung fällen musste. Gut, du hast dann aber auch was gegründet, auf die Schnelle 1994, ne? Das habe ich sozusagen mitbegründet. Ja. Und zwar habe ich einen sehr guten Freund aus Nordfriesland, Enno Kalisch, der ist auch nach Kiel gegangen damals und ist auf der Schauspielschule gewesen. Und in diesem Kreis der Schauspielstudenten gründete sich unter der Leitung von Urban Luig, ein ganz toller Lehrer, eine Impro-Theatergruppe, Tante Salzmann. Ja. Da war ich sozusagen, ich habe es nicht gegründet, das war der Urban, aber ich war ab der ersten Probe dabei und habe da sehr viel Herzblut reinfließen lassen über einen Zeitraum von über 10 Jahren. Oh je. Aber dann kam noch eine zweite Gründung dazu. Genau. Aber du musstest, darf ich jetzt mal da ganz kurz dazwischen noch fragen? Ja. Das war wahrscheinlich nicht so einträglich, denn du musstest dabei noch jobben, ne? Jobben ist vielleicht ein Wort, was in die falsche Richtung lenkt, weil ich tatsächlich im Bereich Straßentheater, Walk-Acts, Firmenveranstaltungen gemerkt habe, dass da wirklich etwas anfängt, in Bewegung zu kommen. Und das ging auch damit einher, dass ich da auch hier und da und immer öfter immer mehr Geld verdient habe. Mhm. Und damit das Ganze unter einen offiziellen Deckel kommt und auch fürs Finanzamt alles in Ordnung ist, habe ich dann irgendwann das Lüdemann-Theater gegründet in der Lüdemannstraße, weil ich fand, es hört sich auf den Visitenkarten ganz toll an. Das war aber eigentlich erstmal nur ein Name über etwas, wo ich noch gar nicht wusste, wie lange ich das machen will. Ich habe so gesagt, 3 Jahre probiere ich das mal und das ist mittlerweile fast 30 Jahre her. Oh Gott. Jetzt während dieser Zeit, ja, du warst immer auf was Neues noch oder dir kam immer irgendwas in den Sinn, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns als Fischer Kai kennengelernt. Genau, richtig. Und diese Person, also wie bist du darauf gekommen und wie hast du die entwickelt? Also ich glaube, das ist doch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich bin ein Theater, weil in einem Theater darf man alles Mögliche machen und keiner wundert sich. Also, und ich habe Straßentheatershows mit Luftballons gemacht und wir haben Walk-Acts gemacht als falsche Experten. Und irgendwann gab es ein Anschreiben von der Stadt Kiel zum Kultursommer aus dem Kulturbüro. Und da wurde aufgefordert, Aktionen für den Kultursommer zu machen. Und in der Zeit hatte ich sehr genau ein paar Kollegen im Auge, die so Nachtwächtertouren oder Stadtrundfahrten mit einem
komödiantischen Anteil gemacht haben und habe gesagt, das will ich auch machen in Kiel. Und das Problem an Kiel ist, dass wir nicht so viele spannende Orte haben, wo wir mal kurz hinfahren mit Riesengeschichte. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache einfach eine Tour durch Kiel. Mhm. Und da, wo es an Spannung ein bisschen fehlt, dichte ich einfach den Rest dazu, um die Geschichten ein bisschen spannender zu machen. Ja. Und dafür braucht es einen Seemann, der auch in der Lage ist, so etwas zu tun, von dem es eigentlich auch erwartet wird. Und habe dann eigentlich aus einer lustigen kleinen Idee raus gesagt, ich mache da keinen Matrosen oder einen Stadtführer oder einen Nachtwächter, ich mache einen Fischer. Ja. Und dann habe ich mir ein paar Kostümteile zusammen organisiert und ab dann ging die wilde Reise los. Also da habe ich irgendeinen Nerv getroffen, aber Fischer Kai ist jetzt über 10 Jahre wirklich fast überall, wo man auftreten kann in Kiel, schon mal gewesen und ist ein Charakter, der mir, glaube ich, auch ziemlich nah ist und deswegen liegt er mir so. Ja. Das habe ich gemerkt. Da habe ich auch viel Spaß bei gehabt. Und die habe ich auch kaputt gelacht. War ganz, 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 ganz toll. Da war man bei einer guten Veranstaltung in der Molfzer. Ganz genau. Ja, das war eine tolle Veranstaltung. Das war irgendwie mit diesen alkoholischen Menschen da. Ne? Genau. Den ehemals alkoholischen Menschen. Ach, ehemals. Richtig, ehemals. Ja, ja, das ist ja wichtig. Ja. Das ist sehr wichtig. Es kam ein Jugendprojekt hinzu. Genau. Wie hieß das und besteht es noch? Also, das war 2006, da gab es ja die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und ein paar sehr findige Köpfe in der Improvisationstheater-Gegend haben sich ausgedacht, sich zu bewerben als offizielles Kulturprogramm zur Fußball-Weltmeisterschaft bei der FIFA. Und die haben das tatsächlich bekommen und haben parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft eine Impro-Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt. Und damit das Ganze auch einen langfristigen Effekt hat, gab es in jedem Ort, wo so eine Ausscheidung stattgefunden hat, gab es eine Gruppe, die dann auch eine Jugendgruppe gegründet hat. Und Kiel war einer der wenigen Orte, die keine Aktivitäten bei dieser Weltmeisterschaft hatten. Und ich habe gesagt, ist mir doch egal, ich gründe trotzdem eine Jugendgruppe. Ja. In dem Zusammenhang habe ich in einer sehr schönen Kooperation mit dem Werftparktheater habe ich ein Projekt gegründet, auch gar nicht mit einer Perspektive auf sehr lange. Und insgesamt sind da 10 Jahre ehrenamtliches Jugendtheaterprojekt draus geworden. 2 Gruppen habe ich da auf die Beine gestellt, die jeweils 5 Jahre Training gekriegt haben, bevor ich sie in die Welt gescheucht habe. Das ist wirklich ein ganz tolles Projekt, weil ich zu den größten Teil dieser Jugendlichen heute noch einen sehr engen Kontakt habe. Ja. Also wenn die in Kiel sind, dann laden die sich eigentlich regelmäßig bei mir auf einen Kaffee ein und erzählen. Und es sind ganz tolle, der eine ist Kinofilmregisseur geworden, der andere ist in Berlin an ein Figurentheater, Hochschule mit Abschluss gegangen, ein weiterer macht Poetry Slam und Impro auf professionellem Niveau. Ja. Also da ist wirklich, ich glaube, da ist sehr viel gute Energie reingekommen, die jetzt an ganz vielen Stellen sich umsetzt. Kann sie dir dankbar sein? Das können Sie. Da hast du beigetragen. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, wo ich auch dankbar sein kann, weil das war eine Zeit, wo ich bestimmte Visionen hatte, wohin das mit Theater und Kultur gehen könnte. Ja. Da gab es irgendwann auch eine Trennung von Tante Salzmann und ich merkte, ich musste woanders längs. Und dann bin ich auf diese Jugendlichen gestoßen, die also mit so viel Begeisterung und Mut und so was ganz Unmittelbarem da dran gegangen sind, wo ich gesagt habe, genau das ist das. Und da habe ich viel mitgelernt. Schön. Ja. Wir kommen zu 2008. Ja. Kannst du dich entsinnen? Kieler Woche kommt auf dich zu. Ja. So, was wollten die jetzt von dir? Also die Kieler Woche
Mit denen habe ich tatsächlich auch schon vor dem Zeitpunkt zusammengearbeitet. Ich habe sozusagen Künstler-Scouting gemacht für den Bereich Straßentheater und hatte da einen ganz tollen Kontakt ins Kieler Wochebüro zu Ilka Hopf-Erhardt. Und wir haben da tolle Projekte auf die Beine gestellt. Und irgendwann haben die Kieler Nachrichten eine kleine Fläche, die zwischen im damaligen Druckzentrum und dem Rathaus ist, der Kieler Woche zur Verfügung gestellt und haben gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr diese Fläche während der Kieler Woche nutzen. Das heißt, es war eine Fläche da und keiner wusste, was man jetzt Neues machen sollte. Ja. Und da ist K.P. Eggers, das ist auch ein Mitarbeiter aus dem Kieler Wochebüro damals, den internationalen Markt zuständig, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Andreas, du hast doch immer so gute Ideen, was machen wir da jetzt? Und dann haben wir alle Ideen, die es schon gab, durchexerziert, haben gesagt, das ist es nicht und haben dann was sehr Mutiges gemacht. Wir haben Figurentheater auf die Kieler Woche gestellt, mitten ins Zentrum von der Kieler Woche, direkt neben dem internationalen Markt. Und alle haben gesagt, das braucht doch Ruhe und das braucht doch ein Theater und da kommt doch keiner. Der Zuspruch, den wir seit dem Zeitpunkt haben, zeigt, dass wir da einen sehr guten Riecher hatten. Ne? Gibt es immer noch? Das ist das Hoftheater. Ach so, das Hoftheater. Wir haben jetzt 16. Geburtstag und wir sind ein sehr fester Bestandteil vom Programm. Und ich habe ein ganz großes Kompliment bekommen. Eine Mutter sagte zu mir, bei uns läuft das immer so mit den Kindern. Erst gehen wir auf die Krusenkoppel und dann gehen wir ins Hoftheater. Und also mit der Krusenkoppel auf einer Augenhöhe genannt zu werden, das hat mich damals sehr berührt. Da habe ich mich wirklich gefreut. Und das ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dem Kieler Wochebüro. Die machen da wirklich eine Menge möglich. Und auch der gibt einen Förderverein zur Kieler Woche, die sind da auch mit dabei. Ja. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Leuten, die unter dieser Idee wirklich allesamt nach vorne losgehen. Das macht ganz viel Spaß. Naja, die suchen ja immer was Neues. Und das ist auch gut so. Ich glaube, mit Dornberger haben die auch einen guten Mann, der auch sehr, sehr weitblickig ist, meine ich auch. Ne? Und der nicht so engständig, sondern sehr und ist für alles Mögliche auch, ist er auch empfänglich. Ne? Auf jeden Fall. Und man kann mal etwas machen, was es noch nicht gab. Ja. Und dann guckt man sich an, ob es funktioniert hat. Und auf die Weise kommt es immer wieder neu in Bewegung. Und wir haben schon ganz spannende, es gibt auch, also das Tagesprogramm ist immer für Kinder und Familien. Und abends haben wir Tanz und feinen Jazz und haben immer einen Tag, wo wir etwas machen, was es so noch nicht gab. Und dieses Jahr haben wir ein ganz tolles Projekt, haben einen Women's Slam Night, wo also nur Frauen, Poetry Slammerinnen dabei sein werden. Und ich glaube, das wird ein sehr spannender Abend. Gibt es tatsächlich auch Damenkiel, ja? Das ist bundesweit buchen wir da Hochkaräter zusammen. Das ist, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist ja ganz was Tolles. Ja. Das ist ganz was Neues dann auch. Wir hatten schon einmal Poetry Slam im Hoftheater. Das war schon toll. Und wir arbeiten da mit Assemble A zusammen, die für uns da die entsprechenden Leute auch aussuchen. Ganz, ganz toller Abend wird das. Großartig. Ja. Jetzt hast du ja noch einen anderen Zweig. Ich meine, du hast ja 1000 Zweige, ne? Wie ist das jetzt mit Bühnenfiguren? Gestaltest du die oder machst du die? Oder also, und für wen oder und welche denn? Also mit Bühnenfiguren ist es bei mir so, da kann ich vielleicht mal ein großes Geheimnis verraten. Ich bin eigentlich nicht wirklich ein Schauspieler, sondern ich bin ich und bei Auftritten lasse ich eine Seite von mir zum Vorschein kommen, die in Nordfriesland nicht so gut funktioniert hat. Ja. Und dazu ziehe ich mir ein Kostüm an. Die Figuren, die ich entwickelt habe, die sind tatsächlich so gebaut, dass sie auch den entsprechenden Anlässen entsprechend funktionieren. Da habe ich den Fischer Kai, da gibt es jetzt eine etwas neuere Variante von. Das ist ein Bordmechaniker, der ist ein bisschen kerniger, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen unkomplizierter. Dann gibt es einen Maurer,
der sehr stark im Handwerk funktioniert. Ja. Bei den Innungen und Einschreibungsfeiern ist der sehr, sehr gut angekommen. Ich habe einen Feuerwehrmann, Martin Zorn. Und ich habe tatsächlich noch eine ganze große Menge mehr. Und oftmals ergeben sich die Figuren aus Projekten und manchmal funktionieren die so gut, dann behalte ich die einfach bei und entwickle die weiter. Kommen wir, wenn wir jetzt bei Figuren sind, können wir damit auch jetzt mal zu dem Buch kommen? Ganz genau, das habe ich mitgebracht. Ja, erzähl mal. Und das gehört eigentlich noch mit zum Figurentheater zur Kieler Woche. Ich habe zu Hause in Gülzow, als ich noch zur Grundschule gegangen bin, von meiner Mutter ein Buch geschenkt bekommen. Und das heißt Liebenswerte Puppenwelt. Das ist von 1969 und ich habe es irgendwann, ich denke mal, so um bei 1975, 1976 geschenkt bekommen. Und das ist ein Bilderbuch mit wirklich wunderbaren Figuren, aus der damaligen Figurentheaterszene. Ja. Marionetten und Handpuppen und Kasperpuppen und wirklich das gesamte Spektrum. Und ich habe das mitgebracht, weil ich es so spannend finde, weil meine Mutter sich sicherlich nicht dabei gedacht hat, das gebe ich ihm mal, damit er später mal Kulturprojekte leiten kann. Und trotzdem hat dieses Buch mir unglaublich viel Know-how mit auf den Weg gegeben bei der Auswahl von qualitativ hochwertigen Figurentheatern. Und das sage ich auch gerne, wenn wir das Programm zur Kieler Woche immer eröffnen. Es ist so wichtig, was wir den Kindern heute mitgeben. Und wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob das ein SpongeBob-Videofilm im Internet oder Fernsehen ist oder ob wir Qualität und Inhalt zur Verfügung stellen. Und das ist ein bisschen meine heimliche Mission, dass ich sage, wenn wir Programm machen, dann muss dabei etwas zur Verfügung gestellt werden, was einen langfristigen Effekt hat. Und dass es diesen langfristigen Effekt gibt, dafür ist dieses Buch der Beweis. Genau. Wenn jetzt dann immer mal jetzt unsere Sendung sieht, da gehe ich ja mal davon aus, dass sie das wird, dann wird sie sicherlich sehr stolz und sagen, kannst mal sehen, jetzt ist mein Buch, was so alt ist, 60 Jahre alt ist, auch mal im Fernsehen nach so langer Zeit zu sehen. Auf jeden Fall. Das ist doch schön. Aber da ist eh der Stolz und die Begeisterung auch vorhanden. Ich habe von meiner Mutter das Kreative. Ja. Die ist selber sehr künstlerisch, malt viel und hat also einen Output, da kann ich ganz leise mich daneben stellen. Ja. Von meinem Vater habe ich den Geschäftssinn mitgekriegt und in der Kombination, glaube ich, bin ich sehr gut ausgestattet. Gut, da hast du eine gute Grundlage gehabt. Da habe ich eine gute Grundlage. Die kriegen sich auch manchmal in die Wolle, die beiden in mir drinnen, aber das tun sie außen auch. Ja, das gehört auch dazu. Genau. Gut, Andreas, du bist ja mittlerweile bekannt überall, denk, und das ist auch gut so und das ist auch gut für dich, auch für deine Gagen. Wer bucht dich denn überwiegend und wo? Im Kieler Raum oder auch sehr weit auswärts? Also mittlerweile kann ich sagen, dass ich bundesweit buchbar bin. Und ich habe ein großes Glück, was viele Leute, die arbeiten, nicht haben. Eigentlich immer, wenn ich arbeite, gucken 100 bis 150 Leute zu. So. Ja. Und da ist immer jemand dabei, der sagt, Mensch, das gefällt mir so gut, kommen Sie auch nach Baden-Württemberg? Und sage ich, klar komme ich nach Baden-Württemberg. Also ich habe relativ hohe Kilometerpauschalen, die ich jährlich abrechnen kann, weil ich viel unterwegs bin. Ja. Und es hat sich ein bisschen so ergeben, dass viele von den Kunden, die mich buchen, im Bereich Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, Kongresse, Tagungen anzusiedeln sind. Und die kommen oft auf mich zu mit der Idee, können Sie zu einem guten Comedy-Programm irgendwelche Inhalte mitverarbeiten? Ah, ja. Und da genau ist meine Marktlücke. Also, das ist schön. Das kann ich machen. Und präsentierst du dann das Unternehmen in gewissen Fällen dann mit? Also es gibt ein Unternehmen, das hat einen neuen Geschäftsführer. Ja. Dann baue ich Sachen über den mit ein. Oder es gibt eine Tagung, da werden irgendwelche Leitsätze entwickelt. Und dann kriege ich die vorher und baue das mit rein. Immer nur zu einem kleinen Teil, dass sozusagen das auf dem Repertoire auch gesichert ist, dass die Qualität stimmt. Aber das ist etwas, wo die Zuschauer merken, es hat was mit uns zu tun. Der hat sich mit uns beschäftigt. Die Nähe ist da. Der weiß,
wo er hier ist und spult nicht einfach irgendein Programm runter. Und das habe ich nie geplant. Das hat sich einfach als Geschäftsfeld so ergeben. Mhm. Ist aber etwas, was mir unglaublich Spaß macht, weil ich an viele Ecken gucken kann, wo man normalerweise nur mit der Sendung mit der Maus hinkommt. Und das mache ich ganz oft, dass wenn mich ein Firmenkunde bucht, dann sage ich immer, darf ich vorher noch mal in die Produktion gucken? Ja. Und dann gehe ich in die Fabrikhalle und stehe an der Stanze für Ventilatoren, für Großserveranlagen kann ein bisschen von meiner Neugier stillen und habe tatsächlich auch eine Menge zu gucken. Und baust du dann teilweise auch mit einem, wenn es passt? Genau, genau. Ja, du bist da sehr kreativ da, ne? Das ist dein großer Vorteil, denke ich mal. Jetzt höre ich das so aus. Ja. Das ist dann natürlich auch, hast du wahrscheinlich gar nicht so große Konkurrenz, ne? Also in dieser Schnittmenge zwischen solider Comedy und, ich sag mal, Unternehmenstheater, wo Sachen angesprochen, Themen verarbeitet werden, da gibt es natürlich Konkurrenz, aber nicht so viele. Und mit denen, die es gibt, bin ich auch sehr gut vernetzt. Das ist doch schön, so dass man sich das mal untereinander aufteilen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast sicherlich die 2 Jahre auch sehr leiden müssen, ne? Definitiv ja und definitiv nein. Oh. Es gibt tatsächlich einen Gedanken, wenn mir jemand einen Knopf hinlegt und ich könnte draufdrücken und Corona wäre nie gewesen, dann würde ich nicht draufdrücken, weil mich hat diese Phase von 3 Jahren, muss man eigentlich sagen, hat mich sehr aus der Bequemlichkeit rausgerissen. Aber ich habe dann gesagt, mit den Gegebenheiten, die es jetzt gibt, was für Projekte kann man jetzt mal ausprobieren? Und habe sehr viele Videoprojekte gemacht. Wir haben Social-Media-Projekte gemacht. Ich habe auch so eine Online-Show gemacht. Das habe ich mal ausprobiert. Das ist eine große Katastrophe, würde ich nie wieder machen. Wo ich vor einem Bildschirm saß, riesengroß, wo alle meine Zuschauer so klein als Quadrate zu sehen waren. Ja. Und wenn jemand geklatscht hat, wurden alle anderen automatisch stumm geschaltet, sodass immer nur einer geklatscht hat. Und wenn ich den dann angesprochen habe, wurde der groß. Und wenn ich aufgehört habe, verschwand er wieder und war irgendwo, es war wirklich keine Freude. Ja, ja, ja. Aber es waren alles Erfahrungen und man muss sich mit der Technik auseinandersetzen. Und ich habe tatsächlich auch Zeit gehabt, mich mal mit ganz anderen Sachen zu beschäftigen und habe in meinem Keller eine sehr umfangreiche Werkstatt eingebaut und mache Holz-Upcycling-Projekte, ich saniere alte Designlampen und mache also zusätzlich zu der Kopfarbeit viel mit den Händen und habe dann von einer Bekannten noch obendrauf eine komplette Drechselausrüstung bekommen und bin seitdem wie bescheuert am Drechseln und habe da große Freude dran. Ja, und das sind alles Sachen, die wären nie möglich gewesen ohne diesen Schnitt. Okay, dann das war das Positive. Das ist das Positive. Ne? Das hält auch bis heute an. Ja, oder keine Eisenbahn im Keller. Ja, das wäre auch nochmal was zur Beruhigung und zum Abschalten. Ne? Ja, also für mich ist wirklich das Arbeiten mit den Händen, das hat einen großen Vorteil, es geht immer eins nach dem nächsten. Also ich kann den Dübel nicht in die Bohrung stecken, wenn die Bohrung noch nicht da ist. Also muss ich erst die Bohrung machen und dann kommt der Dübel. Okay. Und in einem Kopf, der viel mit Sachen parallel arbeiten muss, ist das eine große Wonne für mich. Also wenn ich meine Ruhe haben will, gehe ich in den Keller. Gut. Ne? Gibt es große Projekte noch in der Schublade? Die Schublade ist bis oben hin voll. Ja. Ich bin jetzt gerade dabei, ein Duo-Programm zu entwickeln, wo die ersten Ideen zu Papier kommen und wo wir als Grundidee das Konzept fahren, dass wir uns die Welt betrachten aus dem Maschinenraum eines Schiffes.
Weil das ein sehr schöner Kontrast ist. Da ist alles klein und geordnet und draußen ist alles gerade wild und ungeordnet. Und da bin ich gerade dabei, Ideen zusammenzufinden, um da draußen ein Videoprojekt, vielleicht gibt es das irgendwann mal auf YouTube. Aber da, das bewegt sich in meinem Kopf. Gut, also prima. Also wird niemals eine Zeit eintreffen, wo du nicht weißt, was du machen sollst. Nee, ich glaube, dass mein Problem immer eher ist, dass die Zeit für all die Ideen fast ein bisschen knapp ist. Nicht lange. Aber da muss man sich gut entscheiden. Das ist, das glaube ich, das Geheimnis. Ja. Ja, du hast ja noch, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja. du kannst noch viel entwickeln, noch viel machen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ne? So, jetzt haben wir viel gehört von dir, von einem tollen, kreativen Mann, der sehr viele Dinge gemacht hat und auch immer noch macht. Das hörte sich ja sehr, sehr schön und auch sehr gut an. Und dafür sage ich schon mal vielen herzlichen Dank. Gibt es da neben diesen ganzen Tätigkeiten auch ein Hobby? Ist die Zeit dafür da oder gibt es überhaupt eins? Also vor 5 Jahren hätte ich dir gesagt, ich habe das Glück, dass mein Hobby zu einem großen Teil im Beruf seine Umsetzung findet. Aber ich glaube, ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hat gesagt, man ist ab dem Moment professioneller Künstler, wenn man sich daneben wieder ein Hobby sucht. Guck mal. Und ich habe 2 große Leidenschaften. Ich bin unglaublich gerne in Trödelläden und Flohmärkten unterwegs. Ja. Und gerade im Dänischen gibt es da sehr viel zu entdecken und zu finden. Ja. Und ich habe einen ganz wunderbaren Hund. Und das lässt sich sehr gut kombinieren. Bin dann sehr viel mit dem Camper unterwegs, mit dem Hund und Dänemark, Skandinavien. Ja. Das ist für mich so ein aus allem rauskommen und mal Wind um die Nase haben. Prima. Dann haben wir auch schon jetzt die Urlaubszeit oder die Urlaubsgegenden, die du aufsuchst, haben wir ja auch schon mit abgewickelt. Auf jeden Fall. Prima. Ja. Gut, dann habe ich noch eins. Eins habe ich noch. Ja. Ein Highlight aus deinem Leben. Aber bitte nichts aus dem familiären Bereich, sondern irgendwas aus deinem Bereich, deiner Freizeit oder deiner künstlichen Tätigkeit. Irgendwas Besonderes. Ich glaube, da muss ich tatsächlich noch mal den Bogen zurück in meinen Zivildienst schlagen. Gerne. Und das kann ich ja mal erzählen. Also das eine von den beiden Kindern, die ich da betreut habe, das war Lukas. Ja. Der war 4 Jahre alt und hat bei der Geburt einen Sauerstoffmangel gehabt, wodurch sich seine Netzhaut fast komplett abgelöst hat. Das hatte einen ganz kleinen Sehrest. Und das war spannend. Das war auch meine Aufgabe, da mit ihm zu üben, dass er das für sich nutzbar macht. Und der ist tatsächlich pro Tag 3 bis 4 Mal irgendwo gegengelaufen und hängen geblieben. Und etwas, wo man als Außenstehender sagt, ach Mensch, das ist aber schlimm und der Arme. Und das, was mich an dem Menschen so nachhaltig beeindruckt hat, ist, dass der hat sich hingesetzt und hat sich darüber totgelacht. Und das habe ich mir lange angucken können und habe es lange nicht verstanden. Und das ist aber etwas, was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit. Man hat die Wahl dazwischen, sich selbst zu bemitleiden und zu jaulen und zu meckern. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren wirklich viel erleben dürfen, wie lästig es auch ist, wenn alle nur noch meckern und motzen. Ja. Oder man kann sich ein bisschen drüber lustig machen. Ja. Und ich glaube, das schließt den Bogen zu meinem Beruf. Ich habe die große Chance, auf Dinge hinzuweisen, ohne dass es brisant ist im Rahmen von Humor. Ja. Und das ist wirklich ein Highlight, was ich immer als Vorbild auch mit mir nehme. Dass ich mich frage, Mensch, jetzt ist die Situation doof und das ist anstrengend und ärgerlich, aber wie kriege ich es jetzt hin, dass ich mich hinsetze und mich drüber kaputt lache und dann aus der Freude auch Energie ziehe, um weiterzumachen. Und das von deinem so jungen Menschen, nicht? Ohne, dass der vorgehabt ist, das zu machen. Ja, genau. Das ist das Tolle. Ob das ist bei dem, hast du dann noch Kontakt gehabt zu dem oder hast du mal wieder was gehört? Ich bin tatsächlich besser geworden.
in der Folgezeit bin ich immer mal wieder in Hamburg vorbeigefahren. Ja. Hat sich sehr gut weiterentwickelt. Und was mich vor allen Dingen sehr beeindruckt hat, auch nach einer Zeit von 5-6 Jahren, bin ich reingekommen und ist sehr stark über meine Stimme ja. sofort wiedererkannt. Er hat mich sofort an die Hand genommen und ist mit mir in das Zimmer gegangen, wo wir immer ganz viel geübt haben. Und hat mir gezeigt, dass er jetzt manche Sachen kann, wo man auch merkt, so Mensch, da ist wirklich die Energie an einer Stelle gelandet, wo sie sich umgesetzt hat. Wunderbar. Sehr berührend. Ja. Ja, sehr schönes Schlusswort. Ja. Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein durfte heute. Ja, schön, danke. Ich auch. Ne? Ich wünsche für die Zukunft alles, alles Gute. Noch viele, viele schöne Ideen, viele, viele Aufträge, vor allen Dingen hast du viel nachzuholen. Die verlorenen Jahre muss er irgendwo wieder ausgleichen. Mhm. Und ja, Gesundheit. Ja, das nehme ich genauso mit und komme in 10 Jahren wieder und sag dir, ob es geklappt hat. Ja, gut, okay. Prima, können wir drüber reden. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Ich sag ganz alles Gute nochmal. Ne? Ja, dir tschüss auch. Und danke für den Besuch. So, meine Damen und Herren, das haben wir jetzt mal wieder mal einen lustigen Gast gehabt. Und das macht immer wieder Spaß, immer verschiedene Menschen zu haben. Aber das gefällt Ihnen sicherlich ja auch. Und in der nächsten Woche habe ich einen Herrn, der Vorstand von der BGM. Das ist die Baugenossenschaft Mittelholstein. Und da werden wir natürlich ganz andere Dinge hören über die momentane Situation der Mieten bzw. der leeren Wohnung bzw. der Wohnungen, die uns fehlen in unserem Land oder auch in Kiel. Bin ich natürlich auch gespannt drauf. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Sag schönen Abend noch und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.